der ersten Folge Eve, die Woche und ich. Ja, wer bin ich? Ich bin ich, man sieht's, ne? Was ist Eve? Eve ist dieses tolle Spiel hier, für die, die es nicht kennen. Und was ist eine Woche? Ja, bei mir die vergangene Woche. Also ja, was bedeutet der ganze Murks hier, den ich jetzt gerade gelabert habe? Und zwar, dieser Stream, dieses Video wird auf Twitch logischerweise live zu sehen sein und auf YouTube direkt danach. Ich werde schauen, dass ich jede Woche, ja ungefähr jede Woche, beziehungsweise immer wenn ein größerer Abschnitt dazwischen liegt von so 4, 5, 6 Tagen, einfach mal so einen kleinen, ja, so ein kleines Backup für euch zu geben. Wie sieht's bei mir gerade in Eve aus? Ja, dementsprechend soll das heute mal Folge 1 sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird und so weiter und so fort. Und wir werden mal für Folge 1 eine kleine Komplettbestandsaufnahme machen, damit auch jeder weiß, wie es mir hier so ergeht. Und was ich eigentlich tue. Gerade eben in einer Kapsel hocken. Ich wurde abgeschossen. Nee, Quatsch, das war ein Scherz. Natürlich nicht. Ich weiß nicht mal, warum ich in der Kapsel sitze. Ich glaube, ich habe einfach nur noch vorhin einen Jump-Klon angeschmissen, wo die Implantate drin sind. Aber ist nicht so schlimm, ist ja perfekt. So, das heißt, ich bastel hier mal das zusammen. Und zeige euch einfach mal, was ich im Normalfall so mache. Und zwar, einmal make active. Dieses Schiff ist eine Hulk. Sie ist zum Minern gut. Ich kann damit Erze abbauen. Das ist halt das Ding, das mache ich momentan am meisten. Dementsprechend coole Sache. Also, wie es in Aktion ist, kann ich euch, glaube ich, auch mal irgendwann zeigen. Aber machen wir jetzt nicht heute. So, also das Schiff ist zum Minern da. Damit kann ich Erze abbauen. Kann die hier... Habe ich Erze gerade hier? Genau, sowas hier. Die 5 hier sind zum Beispiel Erze. Die ganzen Dinger hier, die alle gleich aussehen, sind Mining-Kristalle. Das heißt, ich kann die zum Beispiel auf mein Schiff, auf so ein Modul drauf machen und dann ist mein Ertrag höher, was ich alles aus so einem Asteroiden heraushole. Kann ich euch hier so einen Asteroiden zeigen? Naja, das funktioniert nicht. Na gut, ist hier so schlimm. So, aber das ist Part 1, den ich mache. Und da gehen auch gerade meine Skills hin. Ich habe das erstmal soweit fertig in... In 7 Tagen habe ich soweit, dass ich alle Mining Crystals benutzen kann. Ja, das hier, das Skillsystem ist halt einfach recht easy gehalten. Man haut einen Skill rein, er dauert Tage, Stunden, Minuten, Sekunden und so weiter und so fort. Und dann ist er irgendwann fertig. Genau, es ist so dieser Passiv-Verbesserungseffekt. Ja, was heißt passiv? Man kann immer noch selber aussuchen, was, wie und so weiter. Aber gut, darauf können wir ja auch mal später eingehen. Jedenfalls ist es so, in 8 Tagen, in 7 Tagen ist es bei mir fertig. Dann sind alle Processings soweit, dass ich die Standardsachen benutzen kann, die ich benutzen möchte. Und danach geht's weiter an mein Kampfschiff. So, und mein Kampfschiff ist, klingt halt komisch, ist aber so, ist die Rattlesnake, also eine Klapperschlange. So, und wie sieht sie aus? Die hier. Sieht aus wie ein kleiner Skorpion. Ja, ihr habt es rechts an der Seite sehen. Mein aktuelles Ziel ist so ein bisschen die Rattlesnake ausmaxen. Das ist eine Info, die bei Eve, wenn ich das streame oder spiele, hauptsächlich wenn ich streame logischerweise, steht das für euch mit ein bisschen mit dabei. Einfach, dass ihr, ja, dass ihr das seht, was ich tue und so weiter und so fort. Und ja, was hat hier jetzt so drin derzeit? Beziehungsweise auf was fehlt noch? Das hier ist alles fertig. Das hier unten ist alles fertig. Das sind Drone Damage Amplifier 2 und Ballistic Control System 2. Dann habe ich noch 2 Missile Guidance Computer 2 drin mit einem Missile Precision Script. Dann habe ich ein Pit-X-Type Thermal Dissipation und ein Pit-X-Type EM Wardfield und ein Gistum B-Type Medium Shield Booster. So. Jo. Dann habe ich hier noch die 2 Sachen, die grau sind. Das ist das, dafür brauche ich noch Drone Sharpshooting. Und das ist der Omnidirectional Tracking Link 2 mit dem Tracking Speed Script. So. Ja.
Wenn das mal fertig ist hier, das Bild sozusagen mit der Rattlesnake, wenn alles funktioniert, dann werde ich mal ein kleines, ich sag mal ein kleines Video machen oder einen kleinen Stream, wo das mal kurz erklärt ist, wie funktioniert die Rattlesnake und so weiter und so fort. Kann ich jetzt gerade noch nicht machen, funktioniert hier gerade noch nie, ist ja noch nie alles fertig. So, dann haben wir hier noch den Drone Link Augmentor 2, der macht einfach nur, dass meine Drohnen, die Reichweite viel größer ist. Und ich habe hier noch, das ist halt nochmal so die nächste Sache, die halt nochmal echt viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich arbeite noch mit Arbalest Cruise Launcher 1. Das heißt, es gibt noch eine Tech 2 Variante davon, die ist deutlich besser. Die werde ich mir aber auch noch zulegen. So. Ja, dann guten Abend, blaue Staffel. Herzlich willkommen hier zur kleinen Eve-Woche. Eve-Wochenrückblick sozusagen. Also Eve, meine Woche und ich. So. Ja, genau. Das ist einmal die Rattlesnake, mit der ich so ein bisschen Zeit verbringen werde dann. Also damit kann man zum Beispiel Ratten sind kleine NPCs, in gewissen Combat-Sites, also Kampfseiten töten. Und ja, blaue Staffel, ich bin bei den Goons, wieso? Also wie gesagt, liebe Leute, auf Twitch, auf YouTube, wenn ihr gerne einfach live vorbeikommen möchtet, twitch.tv/nachtara_hd oder einfach YouTube oben, da habe ich so einen kleinen Button, draufklicken, dann könnt ihr rüberkommen, Follow dalassen, ihr kriegt die Informationen dann, wenn ich streame. Deswegen, ich habe, wie gesagt, jetzt gerade auch blaue Staffel mit da und der hat mir jetzt gerade gesagt, dass wir eventuell bald Verbündete sind. Mich würde das eigentlich sehr, sehr freuen. Ich fände das ziemlich cool. Ich mag Verbündete. Also, weil ich mit Krieg einfach hier noch nichts anfangen kann. So, kommen wir doch mal zum nächsten Bereich, was ich mir, ich weiß noch nicht, eventuell jetzt die Woche, also bis zum nächsten Rückblick sozusagen aufbauen werde. Oder auch noch nicht, das weiß ich noch nicht. Es kommt ganz drauf an, es sind ein paar Sachen noch da, die noch gemacht werden. Mit diesem tollem, hässlichen Schiff, würde ich jetzt mal so sagen, kann man PI-Sachen, also hier steht da Planetary Commodity Sold. Das heißt, dieses Schiff kann PI-Material einsammeln, einlagern und so weiter und so fort. So, was ist jetzt PI? PI heißt Planetary Interactions. So, das bedeutet, ich kann... Na, komm. Das kann ich jetzt gerade nicht. Planetare Kolonien kann ich erstellen. Das heißt... Achso, wir können ja einfach mal abdocken. Und da zeige ich euch das mal. Ja, dann blaue Staffel. Wie gesagt, von mir aus seid ihr herzlich willkommen. So, mal kurz hier auf Stopp drücken. So, und zwar. Jetzt zeige ich euch das mal. Es gibt ja überall Planeten. So, und ich kann mir jetzt alle Planeten anschauen. Und ich kann die jetzt ausscannen. Ich habe jetzt zum Beispiel den Planeten... Wie schnee? 4 habe ich jetzt. So, Carbon-Komponenten. So, und jetzt sehe ich hier alles, was grün ist. Jetzt kann ich das ja sogar noch ein bisschen so machen, damit ich es ein bisschen genauer habe, wo hier so Herde sind für bessere... Also, sowas kann ich hier alles machen. Ihr seht ja gar nicht, was ich ausscanne. Okay. Gut, aber ich kann mein Scansystem hier ein bisschen einstellen. Das kann ich jetzt nicht zeigen, aber ist nicht so schlimm. So, und dann kann ich dann halt hier das bewirtschaften und kann aus dem Planeten zum Beispiel Carbon-Komponenten raussaugen. Die kann ich wiederum verkaufen und so weiter und so fort. Also ich kann so ein bisschen eine kleine eigene Wirtschaft für mich aufbauen. Und dann die effektiven Materialien, die ich da habe, verkaufen. Das will ich mir wieder aufbauen. Ich hatte das bereits schon gehabt, aber in einem Gebiet, was für mich unpraktisch war. Und das werde ich mir neu aufbauen. So viel mal dazu. Ja, ansonsten ganz einfach. Es soll ja auch wirklich nur ein kleines Infovideo erstmal werden für eine Folge 1 und später soll ja mal mehr dazu kommen. Was haben wir denn noch Tolles hier? Ach genau, mein derzeitiger Kassenstand ist zum einen, ich habe noch 56 Millionen, aber ich habe noch 460 Millionen Schulden.
Ist mittlerweile, es klingt jetzt erstmal viel, da kommt man auch schnell ran. Ich hatte bloß jetzt die Woche gar nicht so arg viel Zeit. Ja, hab heute aber zum Beispiel auch einmal die vorletzten 460 Millionen zurückbezahlt. Also wie man es hier sieht, Cashblock 460 Millionen Player Donation an jemand anderen. So, und ich habe jetzt noch 460 Millionen offen, dann ist bei mir alles geklärt. Dann bin ich wieder im Normalen und kann sagen, endlich mache ich mal Geld für mich. So, ich mache zwar zwischendrin auch immer noch was, also es wäre eigentlich schon längst alles bezahlt, aber die Rattlesnake zum Beispiel, was hat die mich gekostet? Ich glaube, was um die 600, 700 Millionen. Also die Sache ist die, man hat ja immer sein Schiff selbst, was man kauft. Und natürlich noch die ganzen Items, die hier drin stecken. Und hier steht jetzt was da von 771 Millionen, wenn ich es jetzt gerade kaufen würde. Stimmt meistens nicht, weil wir ja nicht in einem Jitter oder in einem Trade Hub oder so unterwegs sind. So. Aber das ist es. Ja, das ist Eve. Ich werde später auch mal ein paar Touren machen mit der Rattlesnake. Mining habe ich ja festgestellt, ist halt für den Stream oder für ein Video zu langweilig. Beziehungsweise vielleicht gibt es auch einfach mal so ein kleines Event, wo ich sage, ey, ich tue jetzt mal eine halbe Stunde mit einem Kumpel Minern unter einem gewissen Thema drüber quatschen und dann das machen. Ich denke mal, das kam ja auf YouTube schon mal ganz gut an. Mal gucken, ob das hier und nochmal wieder ankommt. Ich habe keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber das ist so erstmal wieder der grobe Plan hier für Eve, für YouTube, für Twitch. Und wie gesagt, denkt einfach dran, lasst ein Abo auf YouTube da, lasst hier auf Twitch ein Follow da. Und ja, dann kriegt ihr immer Infos, wenn wieder was losgeht. Und ich werde schauen, dass immer, wenn ich das, ja, hier, das jeweilige Video, beziehungsweise den jeweiligen Stream zum Eve, die Woche und ich mache, dass dann auch direkt gleich danach das rübergeschmissen wird zu Twitch, zu YouTube, sodass ihr auf YouTube das natürlich auch direkt, das heißt direkt, mit einer Verzögerung noch sehen könnt. Ja, deswegen diese Mini-Streams werden auch bloß so eine halbe Stunde gehen und danach wird auch immer noch was anderes passieren. Also jetzt zum Beispiel nach dem Stream wird es auch ein anderes Spiel werden. Und daher ist das echt eine ganz lustige Sache, denke ich. Und wir müssen noch dazu sagen, oben rechts in dem Stream stehen kleine Infos. Da seht ihr zum einen, wo ich bin, und zwar ist das Goon Swarm Federation. Das ist meine Allianz. Also nicht meine, sondern ich bin in der Allianz drinne, mit der Corp, in der ich drin bin. Ja, nebenbei danke Floki für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja. Wieder einer mehr, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich immer wieder drüber. Je mehr sie sind, desto lustiger wird es im Chat. Genau. So, ansonsten, gibt es sonst noch was zu erzählen, was Eve angeht, was ich tue, außer ab und an mal sterben? Mir fällt jetzt tatsächlich gerade nicht viel ein, was ich sonst so tue. Das hält sich bei mir jetzt gerade arg in Grenzen mit Mining, muss man echt sagen. Es ist gerade das, womit ich das meiste Geld machen kann. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, sonst sieht es gerade echt schlecht aus mit den Dingen, die ich sonst tue. Aber ich würde einfach mal sagen, salut, Floki. Nebenbei. Ich würde sagen, ich mach den Stream jetzt hier einfach mal kurz aus, das Video demzufolge auch kurz zu Ende. Und ja, schaut hier einfach vorbei. Ich stream jetzt noch eine Weile. YouTube-Community kommt einfach rüber gehopst und ja, da sehen wir bzw. hören uns gleich wieder. Ciao!